vorgestellt. Die vierte Folge, die wir da noch zu Ende machen weiter, weil wir waren ja letztes Mal hier verblieben und ja, Egypt Old Kingdom muss noch ein bisschen warten. Wir werden jetzt hier gucken, dass wir die Türme errichten, die gefordert waren, um unsere Grenzen zu verteidigen. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Gucken wir mal bei Bauen rein. Wo sind denn hier die Türme? Verteidigungsturm. Können wir den denn bauen? Bereich entwickeln. Ja, dann machen wir den mal hier hin, denke ich mal, ne? Und wir hatten wenig Essen. Ja, das steht hier immer noch. Ah, Silos fehlen, alles klar. Dann gucken wir mal nach Silos, ob wir die auch noch hinkriegen. Nahrungssilos, ja. Hier ist schon mal alles voll. Das ist schlecht, hier auch. Haben wir überhaupt schon hier irgendwas? Ne, haben wir noch gar nicht, ne? Dann müssen wir jetzt erstmal hier Bereiche wählen. Also da brauchen wir ja nicht, ne? Oder doch? 100 Kröns kostet das. Ja, haben wir. Machen wir. So, und dann können wir hier das Silo machen, oder? Hoffe ich. Erfordert ein Gebiet mit natürlichen Nahrungsressourcen. Das hat ja gut geklappt, ne? Also geht das nicht hier. 3 von 3 Gebäude in diesem Gebiet, alles klar. Das hätte dann besser woanders geklappt, ne? Bereich entwickeln, das ist, fehlen uns die Kröns, alles klar. Wen haben wir hier? Ein Haus. Müssen wir auch wieder machen. Fischer haben wir aber 2. Hier haben wir noch ein paar Leute. Die stellen wir mal da besser hin. Euer Clan wächst nicht mehr, er ist unzufrieden. Ja, genau, so sieht's aus. Oh. Also Holz haben wir erstmal genug, ne? Dorfbewohner. Holzfäller. Und was hier? Auch noch ein Holzfäller? Holzfällerhütte, aber kein Holzfäller drin, oder wie? Ja, wir müssen das hier erst fertig kriegen. Das hat anders keinen Sinn. Dann geht da erst ein Dingens hin. Ne, geht nicht. Geht auch nicht. Wieso baut den keiner? Wieso baut keiner die Hütte? Heiler können diese Hütte nicht zuge... Okay. Auch nicht. Das bedeutet, diese Person, die da jetzt gerade irgendwas zu essen aussucht, wird diese Hütte bauen. Wenn sie denn abgeladen hat, ne? So, auf geht's. Damit wir mehr Bewohner kriegen. Anders funktioniert das ja wohl nicht. Und dann müssen wir nur den Turm auch noch fertig kriegen, ne? Und hier haben wir noch ein paar Gegner, ne? Trauge. Wir können natürlich hier die mal gerade nehmen und die mal kaputt machen, aber wir haben hier einen, da einen, dort einen. Wir bräuchten einen Heiler, ne? Komm, wir gehen mal hier hin, ne? Das ist ja ein Heiler hier, oder? Ja. Der heilt sich gerade selber, das ist auch schon mal gut, ne? Ja, dann wird er auch Heiler. So, jetzt Hütte hier fertig. Wie sieht's mit Essen aus? Schlecht. Ganz schlecht. Sieben von elf, wo sind die geblieben? Abgehauen? Gestorben vom kein Hunger, nichts zu essen haben, oder wie ist das? Da ist ein Heiler. Und da ist ein Heiler. Das ist nicht gut. Wieso ist denn da ein Heiler und da ein Heiler? Kriege ich den Heiler denn weg? Ingeltore. Wie kann ich Ingeltore von ihrem Job entheben? Der ist tot. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Wie kriege ich die denn los? Weil die nichts zu essen haben, definitiv. Oh, Nahrungsproduktion ist verringert. Ja, die ist ganz schlecht, ist die. Wo ist denn hier überhaupt noch jemand? Ich brauche Leute und nicht Farmen.
Ein Krieger. Heiler, Heiler. Kann ich den Heiler denn jetzt? Einheit ist gewählt und jetzt? Kann ich die Einheit jetzt vernichten? Kann ich nicht. Asfrida, was machen wir jetzt? Wir sterben jetzt hier ganz locker vor uns hin. Wer baut denn jetzt die Hütte? Geht es? Speerlager? Haus? Ausbildungslager? Gebäude zerstören? Nee, geht nicht. Halbert kann ich anheuern. Sammeln. Ich möchte Einheiten auflösen. Wo geht das? Krieger. Kriegsmeute wählen. Heiler. Ja, geht nicht. Ist nicht vorgesehen, oder wie sehe ich das? Zerstört den Außenposten des Raben. Ja, das war's dann, ne? Oder wie ist das? Da kann ich ja jetzt gar nichts machen mehr. Wie doof ist denn das? Ja, hab aber kein Silo, ne? Das sind Dorfbewohner. Ein neuer Dorfbewohner. Super, der holt uns jetzt erstmal Essen wieder. Genau so ist es. Boah, da haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Dass wir den einen wenigstens haben. Und der nicht, hoffentlich nicht vorher stirbt. Wie kriegen wir das jetzt hin? Die Hütte ist fast fertig. Das heißt, der Dorfbewohner... Ja, der holt jetzt Essen. Ist die Frage, wann der nächste kommt. Da kommt schon gleich einer. Das ist schon mal gut. Und der macht jetzt erst die Hütte fertig. Obwohl, eigentlich egal, ne? Weil wir haben ja noch genug. Aber das dauert nicht lange, dann ist das fertig. So. Und der baut jetzt da auch noch. Okay, dann lassen wir bauen. Okay, das heißt, der geht jetzt erst sofort fischen. Der Turm ist jetzt erst egal. Der Heiler. Toller Heiler, ne? Oh, der kann fischen gehen jetzt. Sehr interessant. Und wir werden angegriffen. Aber wir haben die beiden Leute da und die Fischer helfen auch noch. Das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aber okay. Gruppe, wer ist denn das? Krieger, Halbart und ein Schaf. Da sind jetzt nur noch zwei. Schwieriges Ding, ne? Das sind Fischer. Zwei Fischer, lass die zwei Fischer. Wir brauchen Essen. Oh, jetzt geht's aber voran. Ein Dorfbewohner, der kann jetzt hier bauen. Machen wir erst den Turm fertig. Und wenn der nächste kommt, ne, dann machen wir einen Heiler daraus, weil den brauchen wir ja dann doch. Warte mal, einer dahin. Oh, die kommen aber schnell, ne? Und dann lassen wir laufen da. Der holt Essen. Holzfäller ist ja nicht verkehrt, den zu haben. Nahrung gibt es jetzt erstmal genug. Wir können jetzt noch ein Silo bauen dann. Wo ist es? Da oben. Da geht nichts, da geht auch nichts. Okay, dann lassen wir das erst. Warten, bis der nächste da rauskommt. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Speer haben. Ich glaube nicht mehr. Der besorgt Essen. Da ist der Neue. Der Turm wird gebaut, wir machen aber den Heiler noch. Schießt Feinde und schützt diese Gebiet. Okay. Kann man aufwerten. Hier kann man auch aufwerten. Okay. Wichtig ist, dass wir Dorfbewohner kriegen erstmal.
schon Heiler dabei, ne? Ja. Der heilt Halbart. Halbart. Den da. Das ist auch gut so. Und was kostet uns dieses Gebiet? Oh, verdammt viel Essen. Wenn wir da wissen. Ja, das ist auch nicht schlecht, ne? Aber wir müssen mal gucken. Resistenz. Handel. Cranes. Brauchen wir. Machen wir als erstes. So, der kommt auch bald raus. Heiler läuft. Halbart ist schon fertig. Da haben wir einen, der noch Essen sammelt. Das ist auch gut so. Und gleich kommt da einer raus. Und dann weiß ich noch nicht, was wir mit dem machen. Ausbildungslager. Geh du mal erstmal hier hin. Geht das auch noch mit Essen? Nein. Heiler wollen wir nur einen. Holzfäller brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das ist bereits erkundet. Ich glaube, wir brauchen einen Speer. Und den sollten wir mal auf Dauer aufwerten. 50 Holz, kein Ding. Kröns kriegen wir. Und das letzte ist Steine. Okay, die haben wir noch nicht. Dann müssen wir uns um Steine auch noch kümmern, ne? Holzfällerhütte haben wir, Heilerhütte haben wir. Silo? Silo ist immer noch offen. Ja. Wie ist mit Aufwerten hier das Gebiet? Coins brauchen wir noch. Haben wir jetzt 12 gerade mal erst. Ja. Was macht denn der da, wenn ich da das Runde zeige? Steine abbauen? Nee. Keine Ahnung, was der dann macht. Oh, ein Dorfbewohner zum Meister der Lehren. Das ist doch unser Ding. Dann können wir da... Hier, da fehlt auch nicht mehr viel, ne? Das ist schon mal gut. Da ist noch ein Wolf. Wo sind unsere... Da sind nur zwei und wir sind jetzt fit. Zack, Angriff. Oh, sind doch ein paar mehr, ne? Ich dachte, das wären nur zwei, stand da. Oh, sieht jetzt nicht ganz so gut aus, ne? Okay. Oh, da kommen noch mehr, ey. Dann können wir mal gehen. Das hat ja keinen Sinn. Können wir das abbrechen? Ach, die helfen uns. Nee. Weg. Wo ist denn unser Heiler? Den heilen. Was waren das denn? Ach, das waren doch Draugen. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, was da war. Auf jeden Fall haben wir gerade einen auf die Nase gekriegt. Sagen wir es mal so, ne? Gut, dann machen wir einen Krieger. Dieses Gebiet haben wir doch gemacht, ne? Aber da geht auch kein Silo. Das heißt, hier müssen wir was machen. Und die Cranes kriegen wir nicht zusammen. Wir haben gerade mal 8, du glaubst es nicht, oder? Ist schlecht. Wo ist denn der Krieger geblieben jetzt hier und da, ne? Gut, dann kommt der erstmal hier mit hin. Wir brauchen noch einen, definitiv. Der kommt da ja gleich raus. Essen ist top. Das bedeutet, wir können ein Gebiet neu machen, oder?
Okay. Jetzt haben wir das Gebiet besiedelt. Dorfbewohner ist da. Man kann erstmal hier hingehen. Und können wir da ein Silo bauen? Ja. Dann bauen wir das da auch hin. Schiffswrack, okay. Wo werden wir angegriffen? Der ist schon mal vorbei. Okay, das kriegen wir so hin. Und dann bitte heilen. Das ist unser Speer, ne? Halbert kann auch hier mal was machen, oder? Ne, kann er nicht. Ist da noch wer? Nee, ne? Ne. Wir haben wieder Winter, ne? Dorfbewohner dauert jetzt noch. Aber der hat gerade nichts zu tun. Kann der das hier machen? Nee. Dann ist auch nicht schlimm. Wir brauchen den Speer dafür, ne? Der hat jetzt gerade hier alles erspäht. Und da ist ein Bär. Ich dachte, der würde das erspähen, aber... Wofür ist das? Ein Wolfsbau. Ah, bis wir das Gebiet beanspruchen. Okay, 160. Würde ich jetzt nicht machen. Wir haben gerade ziemlich viel Minus. Das Silo ist aber fertig, ne? Ja. Das läuft ja schon mal. Wird auch was hingebracht, das ist auch gut so. Ja, die Nahrung ist jetzt schon schäbig, ne? Wunderbar, da sind wir gleich durch. Dann können wir das mit dem Winterfell da machen. Pelze oder was war das? So. Besser ist das, ne? Noch mehr Schafe. Albert ist da, okay. Na, dann können wir den ja zurücknehmen. Bis er da geheilt wird, ne? Die angeln aber jetzt noch, oder? Ist nicht beeinträchtigt im Winter. Und warum haben wir da minus 14? Wie lange dauert denn so ein Winter? Kobolds, okay. Ja, wissen wir, dass die verringert ist, ne? Er hat da unten Neues entdeckt, unser Dingens, sag schon. Wo ist er denn? Hier unten ist er. Walkür ist da. Er ist hier. Den müssen wir mal zurückholen, damit er guckt, dass wir... Und dass er wieder gesund wird, ne? Und wir haben es überlebt. Ja, halt den Krieger, das ist schon mal gut. Hier ist noch ein Holzfäller-Problem. Oder ist schon einer, der nichts zu tun hat. Der kommt jetzt erstmal da rein. Gut. Und dann geht's da weiter. Ja. Aber ich glaube, den können wir nicht ins Silo stecken, der nachher da gleich rauskommt, ne? Nee, das geht nicht. Aber ich glaube, wir machen mal hier noch einen Krieger. Und der kommt dann hier hin, ne? Und das müssen wir beanspruchen, oder wäre das mit 160? Hätten wir doch. Aber... Irgendwo ist ein Wolf, oder was? Wo ist er denn? Ah, da. So, der ist fertig. So, und dann die 160 da draus nehmen. Ja, besser ist das, ne? Wir werden irgendwo angegriffen, oder was? Nee. Ah, da haben sie den doch kaputt gemacht, so ein Shit, ne? Tane.
Extra Werkzeug, Werkzeugverbesserung für Bauern, Jäger und Fischer kosten werden Grüns noch Reisen und die Schmiedezeit für die Werkzeuge wird um 2 verringert. Okay, wir sind aufgestiegen. Speer, das ist natürlich schade, ne? Dann hätten wir eher wegholen müssen. Da haben wir auch nicht dran gedacht. Oder gedacht schon, aber. Achso, wir sind erst hier, ne? Was ist das? Wo sind unsere Leute da? Gut. Können wir aber nicht angreifen. Aber wir können vielleicht noch einen Turm bauen. Ne, können wir nicht. 20 Kröns fehlen uns. Okay, wir haben nur 16. Da hapert es gerade dran. Ne? Den Heiler im Hintergrund. Könnte Sinn machen, oder? Geht das? Clanmitglieder ohne Beruf. Das ist doch ein Heiler, das ist doch gar nicht ohne Beruf dann. Was machen wir jetzt? Also die müssen hier bleiben, denke ich. Wahrscheinlich, weil der nicht in der Nähe von der Hütte ist, ne? Kann das sein? Was ist da denn? Ein Steinkreis. Ach so, den haben wir schon, okay. Dann gehst du da arbeiten, ganz definitiv. Oh, da sind noch mehr. Das ist ja voll doof. Dann würde ich aber sagen, lassen wir das mal erstmal hier und stellen die da hin. Und ich glaube, 2 solcher Löcher sind doch schlimmer, oder? Ah, das ist jetzt doof, ne? Ja, was machen wir mit unserem Heiler hier, wenn er keinen Job hat? Der hat keinen Job, weil die gesund sind. Das wird sein, ne? Okay. Zack. Na komm, dann warte du mal, bis du wieder leer hast. Und dann gehst du da definitiv sammeln. Wie viel Kohle haben wir? 25. Können wir noch einen Turm bauen? Ja. Dann machen wir den hier hin. Ja. Und irgendwer muss den bauen. Du. Und dann ist noch ein Krieger, oder? Der kommt da ja gleich raus. Irgendwo werden wir angegriffen. Aber wo? Aber die sind schon da. Das ist schon mal gut. Sind die denn da rausgekommen? Er ist immer noch da. Keine Ahnung, wo der herkam. Der Heiler heilt den Dorfbewohner. Das ist schon mal gut. Ne, ihr bleibt jetzt mal da. Ach so, das. Oh, irgendwas ist dunkel geworden. Das ist ein Dorfbewohner. Ne, der wird jetzt hier geheilt erstmal. Wo ist der Heiler? Fischer, Heiler, Heiler heilen. Macht den Dorfbewohner erstmal wieder fit. Die Truppe. Ja, ich weiß nicht, wann die da kommen. Löcher sind ja genug da. Die 3 sind auf jeden Fall fit. Stellen wir erstmal da ein. Wissen. Ja, weiß ich auch nicht. Komm vor. Kröns. Kröns ist wichtig. Wir haben keine Hütte mehr zum weiteren Dingens, sag schon, aufforsten. Wer ist das?
Der Clan ist nicht zufrieden, okay. Bauen. Haus. Können wir irgendwo ein Haus bauen? Hier? Hier. Ich will jetzt hier einfach ein Haus bauen. Ist nur die Frage, wer das baut, ne? Wo ist das rechte Loch hier? Wer ist das? Ein Dorfbewohner. Komm, du baust hier die Hütte. Wo ist sie? Da. Kriegsmeute. Ja, wir brauchen mehr Militärlager, das ist richtig. Ist hier keiner mehr? Doch, da. Meister der Lehren, passt. So, schlechtes Wetter, ne? Da sind Kobolde. Ne, die machen mir mehr Sorgen, diese Löcher. Der Heiler, der hat nichts zu tun. Clanmitglied ohne Beruf, ja. Der ist unzufrieden, ist mir klar. Kriegen wir aber schon wieder in den Griff. Wenn hier das, die Hütte da steht, dann geht's voran wieder. Ja, der Schnee fällt da. Jetzt ist der Erste angekommen. Und den machen wir jetzt hier erstmal kaputt. Oder? Oh, der Turm macht das schon. Dann würde ich sagen, gehen die da hin. Geh mal weg. Ah, zu spät. Und die drei hier, unsere Meute. So, auf geht's. Der Turm hat den einen ja hoffentlich kaputt gemacht, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Okay, das hat geklappt. Die Meute kann sich dann heilen gehen. Wo ist der Heiler? Hier. Ja, der macht das auch schon. Gut, das haben wir überstanden. Hier ist ein Runenstein. Da drüben ist auch was. Wir brauchen aber wieder zwei Leute, ne? Okay, da kommt nichts. Und jetzt ist mit Essen knapp. Haben aber noch 412. Das geht ja wenigstens. Kröns. Immer fehlt Kröns. Unzufriedene Leute. Ja, schwierig. Gemeindehaus ist toll. Was haben wir denn jetzt hier? Der ist verwundet. Der auch. Zack, hier zum Heiler. Der ist unglücklich. Und da fehlt einer. Wo sind unsere drei Leute? Die Meute zusammengerufen, aber die ist schon dabei, oder? Ja, die waren ja hier. Jetzt müssen wir den Turm wieder heile machen, oder? Okay. Wo ist denn der Heiler? Komm du mal hier hin. Das sind unsere drei Leute, ne? Hier geht mal daneben. Da ist ein Fischer, da ist ein Dorfbewohner. Du machst den Turm erstmal heile, bevor der ganz kaputt ist. Der Meister der Lehren ist zugange, das ist gut. Turm wird repariert. Das ist auch gut. Da ist ein Fischer, das passt. Soweit so gut, oder? Es geht nur nicht gerade voran. Nächster Dorfbewohner wegen Unzufriedenheit kommt keiner wahrscheinlich. Ja, wir haben doch Silo. Komisch. Die Meute ist noch nicht komplett geheilt. Die sollen mal hier hinkommen. Wieso geht die hier nicht zum Heilen?
Ach, der Heiler heilt den Krieger. Er ist super, oder? Komm, dann mach mal den Turmgrad-Heiler, wenn du schon in der Nähe bist. Steine, okay. Kann sie nicht. Okay. Geh mal da hin. Die Meute geht mal hier hin. Wo ist der Heiler? Heildorfbewohner auf jeden Fall, okay. Ja, das ist ja schon mal ganz nett. Wer ist das? Schildknappe, okay. Das ist der Gegner. Aber hier sind wir zu Hause, ne? Ja. Bei den Rehen. Hier passiert nichts. Wir haben relativ viel Essen. Hier ist alles gut. Wir müssen die zufriedener machen. Ach, da war so ein Skalben oder was war das, ne? Schildknappe. Schafstall. Oh, das geht ja auch, ne? Aber das wäre hier besser, ne? Komm, zack. Und wer macht's? Ist der da schon für da? Ja, gut. Wunderbar. Wir haben immer noch keinen Speer, glaub und so, ne? Ja, gut, okay. Hier geht noch was. Komm vor. 80% weniger, okay. Ja. Erz. 30% mehr. Ich glaube, das ist aber das Beste hier. Für die Aufwertungskosten eurer Gebäude. Hält Zufriedenheit, wenn ihr Halbart habt und Zufriedenheit pro aufgewertete Militärlager. Boah, das ist alles ganz viele Sachen, die wir hier noch haben. Und wir nehmen jetzt den Komfort, weil das uns viel Billiges macht. Oh, wir haben neue Sachen hier unten dadurch jetzt. Verringert den Verlust der Produktion von Nahrung im Winter um 50 und den Verbrauch vom Holz um 15. Zufriedenheit. Boah, ich glaube, ich bin jetzt hier, ne? Obwohl die gerade zufriedener werden, ne? Obwohl, das ist natürlich top hier, ne? Komm, das bringt's. Das mussten wir jetzt machen, ne? Ah, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Wissen. Gut, okay, aber ich würde sagen, wir machen hier wieder eine Unterbrechung. Wenn nichts dazwischen kommt, seht ihr nächste Woche dann das gleiche nochmal, denke ich mal, dass wir hier weiterkommen. So ein bisschen vorstellen wollen wir das ja noch, ist, denke ich, ganz cool. Und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht ein Abo. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr eine Folge nicht verpassen wollt, dann macht euch die Glocke an. Und bis zur nächsten Folge. Dankeschön, tschüss.